Hallo zusammen. Ja, das Thema in diesem Programm heißt Intensive Stretch für die Mittelstufe und wir beginnen mit einem kleinen Warm-up. Streck deinen Arm nach vorne aus, zieh die Finger zu dir und schieb deinen Handballen weg von dir. Seite wechseln. Ups, hat geknackst. Kann passieren. Wie du siehst, kann man ja mit Yoga Eigenchiropraktik ausüben. Und noch einmal. Und wieder lösen. Dann überkreuz die Arme, verhakt die Finger ineinander. Und zieh die Unterarme zu dir. Und wieder weg von dir. Einatmen. Und ausatmen. Ein. Und aus. Nochmal ein. Und aus. Wechseln. Und einatmen. Und ausatmen. Ein. Und aus. Und ein. Und aus. Noch zweimal ein und aus. Ein letztes Mal ein und aus. Atme ein, streck den Arm nach oben aus und öffne ihn nach hinten. Und wieder lösen. Seite wechseln, einatmen und öffnen. Und wieder lösen. Noch einmal. Einatmen, ausatmen, bleib hier und versuch den Arm nach hinten zu ziehen und wieder lösen. Noch einmal, ein und aus und wieder lösen. Gut, dann komm nach unten, leg dich auf deinen Rücken. Und heb dein Becken nach oben an. Bleib hier. Und geh wieder nach unten. Heb dein Becken wieder nach oben an. Und wieder nach unten. Heb dein Brustkorb vom Boden ab. Und wieder absenken. Heb deinen Brustkorb an und absenken. Noch einmal Brustkorb heben und absenken. Okay, dann zieh die Füße näher zu dir. Heb dein Becken nach oben an und greif deine Füße. Rob die Schulterblätter näher zueinander. Und heb dein Brustbein nach oben an. Bleibe hier und spüre nun, wie wirklich deine gesamte Körpervorderseite gedehnt wird. Brustkorb, Oberschenkel und atme hier. Wenn es vom Halten her nicht mehr ganz geht, dann kannst du auch ein bisschen mehr stützen. Ansonsten bleib ruhig tiefer, damit du vielleicht nicht ganz in die extreme Dehnung gehst. Bleibe hier. Alternativ kannst du auch natürlich die Finger verzahnen und dann hier bleiben. Konzentriere dich auf deine Atmung. Versuch wirklich den Nacken lang zu lassen, also das Kinn in Richtung Brustbein richten. Dein Blick geht nach oben zur Decke. Und dann löse langsam auf. Bring die Hände nach hinten. Stütz dich hier ab. Und drück dich ein wenig nach oben. Jetzt kannst du entweder hier bleiben, entweder bleibst du in dieser ersten Variation hier oder hier.
Und wenn du jetzt ein Stückchen weitergehen möchtest, dann die Ellbogen eng nach innen ziehen und das Becken heben und dann bleibst du hier. Lass deinen Kopf ruhig aufliegen und komm wieder nach unten. Wir bleiben nicht allzu lange in dieser Position, gehen immer wieder neu rein und wieder aufsetzen und nach oben. Drück dich ein wenig nach oben und bleib hier. Und dann wieder nach unten. Sehr gut. Noch einmal. Also du versuchst immer noch hier den Nacken lang zu lassen. Und das Gewicht ist hier ungefähr am Hinterkopf in Richtung Scheitel nach oben, nicht ganz auf deinen Scheitel drauf. Okay, dann komm wieder nach oben, atme ein und komm nach oben. Und wieder lösen. Sehr gut. Dann leg deine Knie ab. Beide Beine sind angewinkelt. Und dann versuch hier den Fuß zu greifen. Und bleibe hier. Gib das Gewicht von deinem Becken nach unten ab. Auch wenn du mit dem Becken hier oben bist, stellst du dir dennoch vor, deine linke Beckenhälfte sinkt in deine Matte. Und wenn du das zu stark am Knie spürst, kannst du gerne den Winkel etwas mehr im Kniegelenk öffnen. Also nicht greifen, sondern weiter nach unten. Und du hast trotzdem noch hier die Dehnung. Ansonsten, wenn du kannst, greifen. Und vor allem das linke Knie nun in deine Matte schieben. Du atmest hier wieder ganz ruhig und gleichmäßig durch deine Nase ein und aus. Und jedes Mal, wenn du ausatmest, senkst du dein linkes Knie immer tiefer in Richtung Boden ab. Versuch mal, die Muskulatur ein bisschen mehr zu entspannen. Oft gibt man viel zu viel Spannung ein und kann eigentlich viel mehr die Muskulatur lösen, also locker lassen. Man muss gar nicht so viel Kraft und Spannung immer reingeben. Versuch mal wirklich mit dem Ausatmen die Muskulatur komplett locker zu lassen. Und dann wieder lösen. Sehr gut, wir wechseln die Seite. Du winkelst dein Bein ab, greifst deinen Fuß oder eben, wie gesagt, den Winkel etwas größer halten. Und dann gib das Gewicht hier nach unten ab. Roll dein Becken ein, damit du ein bisschen mehr Länge in deine Lendenwirbelsäule bekommst und nicht ganz so stark in dein Hohlkreuz ausweichst. Entspann den Brustkorb etwas und lass dein Knie wieder locker. Du ziehst das Knie erstmal lang nach unten, also in Richtung Mattenende. Und dann senkst du das Knie in Richtung Boden ab. Dann langsam wieder lösen. Sehr gut. Stell deine Beine auf. Streck sie einmal aus. Einmal auslockern. Und dann kannst du gleich das linke Bein liegen lassen und das rechte Bein nach oben zur Decke ausstrecken. Greif mit beiden Händen das rechte Bein. Alternativ gibt es die Variation, nach oben zu kommen. Allerdings hast du dann mehr die Bauchmuskulatur dabei, die wir jetzt nicht unbedingt brauchen. Aber wenn es für dich machbar ist und sich besser anfühlt, dann bleib ruhig hier oder auch hier Fuß greifen, Fußgelenk greifen, Fuß, also Unterschenkel greifen oder Fußgelenk und dann wegschieben. Ansonsten hier bleiben. Such dir deine Variation, die für dich am besten ist. Und dann versuch wirklich hier die Fersen wegzuschieben. Halte hier. Du kannst gerne zwischendurch wechseln. Also einmal ein paar Atemzüge hier unten bleiben und ein paar Atemzüge hier oben.
wichtig ist, dass beide Beine wirklich ausgestreckt sind, dass du einmal hier die Länge hast und einmal hier im abgelegten Bein. Und dann langsam lösen. Sehr gut. Wechsel die Seite. Streck dein rechtes Bein aus und das linke Bein nach oben. Flex den Fuß, schieb deine Ferse weg von dir. Alternativ zwischendurch nach oben kommen, Fuß greifen, wenn du möchtest. Oder unten bleiben, paar Atemzüge. Und denk dran, immer wieder bewusst die Ferse zur Decke zu schieben. Und auch hier das rechte Bein lang ausstrecken, damit du auch den rechten Hüftbeugerbereich dehnst. Versuch wirklich, die rechte Kniekehle vom Gefühl her in Richtung Matte zu schieben. Und dann löse langsam auf. Sehr gut. Dann lässt du das rechte Bein gestreckt liegen und bringst das linke Bein jetzt wirklich zur Seite und legst deinen Fuß bzw. das Bein hier ab. Die Arme zur Seite ausbreiten und dreh dich nun nach links auf. Und streck nochmal das rechte Bein aus und zieh das linke Bein gestreckt zu dir nach oben. Alternativ kannst du auch den Kopf gerade liegen lassen und den Blick zur Decke richten. Und dann versuch mit jedem Ausatmen das Gewicht von deiner linken Schulter in Richtung Boden abzugeben. Streck nochmal ganz bewusst das linke Bein aus und schieb deine linke Ferse weg von dir. Und dann langsam lösen. Komm wieder zur Mitte. Seite wechseln. Und das rechte Bein ausstrecken, schieb deine Ferse weg von dir, streck das linke Bein aus und versuch so, die Schulter wirklich in deine Matte zu schieben. Auch wenn sie vielleicht nicht ganz aufliegt, stellst du dir dennoch vor, sie kann nach unten sinken. Und vielleicht wirst du auch feststellen, dass sich das auf eine Seite ganz anders anfühlt wie auf der anderen Seite. Man hat ja immer eine Schokoladenseite, wo es besser funktioniert und eine Seite, wo es nicht so gut funktioniert. Nimm das Bein ein bisschen weiter nach oben, schieb die Ferse weg. Okay, und dann löse langsam auf. Komm nach oben zum Sitzen. Und richte deine Wirbelsäule auf, atme ein, ausatmen, senk den linken Arm ab, greif den rechten Fuß oder alternativ die Hand auf dein Schienbein legen und öffne dich. Atme ein und wachse, streck den Arm lang weg von dir. Halte hier. Zieh dich hoch, zieh die linke Schulter nach hinten und nach unten. Und versuche dich aus dem unteren Rücken heraus nach oben aufzurichten. Dann atme ein, komm nach oben, übergreifen und die Seite wechseln. Schieb deine Ferse weg von dir, heb dein Brustkorb nach oben an. Und streck den Arm lang weg von dir. Kreis deine Schulter nach hinten.
Halte hier noch 4 Atemzüge. Und ziehe dich nochmal nach oben. Und dann nach vorne kommen und lösen. Dann winkel deine Beine ab. Greif den linken Fuß. Das rechte Bein bleibt angewinkelt und du drehst dich mit dem Oberkörper nach rechts auf. Du setzt die Fingerspitzen auf oder alternativ die Hand flach. Und jetzt schiebst du deine linke Beckenhälfte nach vorne. Gleichzeitig rollst du aber auch das Becken ein und drehst den Oberkörper nach rechts weg. Und dann ziehst du vorsichtig deine Ferse zum Po. Dann löse langsam auf, wechsel die Seite. Greif deinen Fuß, heb deinen Brustkorb nach oben an, schieb deine rechte Beckenhälfte nach vorne und dreh dich auf. Heb deinen Brustkorb nach oben an und schieb das Becken nach vorne. Noch 4 Atemzüge. Zieh dich hoch, wachse nach oben. Heb dein Brustbein nach oben zur Decke an. Und dann langsam lösen. Okay, dann schwingen wir uns nach vorne und kommen in den Ausfallschritt. Stell dein linkes Bein auf. Bring beide Hände nach innen und heb dein rechtes Knie vom Boden ab. Bleib hier tief, halte deinen Kopf in Verlängerung, zieh die Schultern von den Ohren weg. Und jetzt versuchst du wirklich die rechte Ferse weit wegzuschieben. Das Becken bleibt unten und dein Knie bleibt über deine Ferse. Ausatmen, absenken und dann bring die Hände nach außen und leg deinen linken Fuß an deinen rechten Oberschenkel an. Der Fuß ist geflext und schieb dich nach hinten durch und schieb das linke Knie weg von dir. Bleibe hier noch 4 Atemzüge. Und jedes Mal, wenn du ausatmest, drückst du das Knie weg von dir. Und dann langsam lösen. Seite wechseln. Geh tief. Beide Hände innen platzieren. Zieh die Schultern von deinen Ohren weg. Und streck dein Bein aus. Jedes Mal, wenn du ausatmest, versuchst du wirklich die Ferse weit wegzuschieben. Noch 4 Atemzüge. Langsam lösen. Wir wechseln die Seite. Bring den Fuß wieder auf deinen Oberschenkel und schieb dich zurück.
Und dann langsam lösen. Bring die Knie nach unten. Roll dich in den Katzenbuckel ein. Atme aus. Und einatmen. Okay. Bei der nächsten Übung nicht auf die Zähne beißen, sondern atmen. Wir machen eine Dehnung für die Füße und ja, das haben die Füße nicht unbedingt so gern, weil sie den ganzen Tag in den Schuhen dann stecken. Aber es tut ihnen gut, auch wenn vielleicht die Dehnung jetzt sehr intensiv sein wird. Okay, die Füße sind flach. Bring die Arme nach vorne. Und wir gehen wieder in so einen halben Hund rein, nur diesmal eben auf dem Fuß spannend auf. Heb deine Knie vom Boden ab und schieb dich zurück. Und jetzt ja nicht auf die Zähne beißen, atmen. Atmen. Schick deine Sitzknochen nach oben zur Decke, schieb deinen Oberkörper durch. Und wieder lösen. Wir gehen gleich nochmal rein. Und ausatmen, nach oben. Und wieder lösen. Ein letztes Mal. Und ausatmen, nach oben. Und wieder nach unten. Okay, dann stell deine Zehen auf. Kurz zurücksetzen. Das Ausgleich. Jetzt werden wir einige Übungen zu einem kleinen Flow verbinden. Komm nach oben. Und dann bring das rechte Bein nach vorne. Atme ein. Atme aus, geh zurück. Einatmen und ausatmen. Einatmen und ausatmen. Ein und aus. Noch einmal rechts, noch einmal links. Ein und aus. Ein letztes Mal. Ein und aus. Und dann langsam lösen. Setz deine Knie auf. Bring die Arme nach hinten und wir bleiben kurz hier in der Kindeshaltung. Dann nur langsam Wirbel für Wirbel zum Sitzen auf. Locker deine Arme kurz aus, auch die Handgelenke ausschütteln. Und das war auch schon mein Intensive Stretch Programm für die Mittelstufe. Alles rund um die Dehnung der Hauptmuskelgruppen. Und das tut immer gut, gerade wenn man Verspannungen im Körper hat, ist eine intensive Dehnung immer sehr gut. Noch mehr Yoga gibt es bei uns im Yoga-Channel. Das Ganze ist kostenlos. Einfach abonnieren und dann hast du immer das neueste Video. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal.